Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zum Themenbereich Verbindung der vier Grundrechnungsarten Summe, Differenz, Produkt und Quotient an. Folgende Angabe: Bilde die Differenz von der Summe der Zahlen 0,934 und 48,07 und dem Produkt aus 2,33 und 1,44. Klingt wieder relativ kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Wir beginnen mit einer Ansatzzeile, dann geht es relativ leicht. Das heißt, wir wandeln uns den Text um in eine Rechnung und führen dann die Rechnung durch. Bilde die Differenz von der Summe. Aha, wir müssen die Summe von diesen beiden Zahlen bilden. Das heißt, wir brauchen die Summe von, schreiben wir es uns noch einmal auf, 0,934, Summe bedeutet Addition, Plusrechnen, 48,07, das ist die Summe. Was ist mit der zu machen? Bildet die Differenz, das heißt, wir müssen dann Minus rechnen. Bildet die Differenz von der Summe dieser Zahlen und dem Produkt der Zahlen 2,33 und 1,44. Und Produkt ist das Ergebnis der Multiplikation. Das heißt, wir haben hier die Summe, wir haben hier das Produkt und bilden die Differenz der Ergebnisse. Okay, soweit klar, den Text umgewandelt in eine Rechnung. Die Rechnung ausgerechnet. Summe dieser beiden Zahlen, welche Zahl oben steht und welche unten steht, ist vollkommen egal. Ich nehme immer lieber die, die größer ist oben, ist aber vollkommen wurscht. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt, zum Bilden der Summe hätte ich 48,07 Plus und jetzt stellenwertmäßig richtig untereinander geschrieben, bedeutet das 0,934. So ist es richtig untereinander geschrieben. Wir müssen aufpassen, das Komma muss untereinander stehen, dann stimmt das Ganze. Ja? Also achte immer auf das Komma. Wenn du möchtest, kannst du hier natürlich mit einer 0 ergänzen, selbstverständlich. Das ist ja nicht falsch. Wir bilden die Summe. Wir rechnen plus. Wir addieren. 4, 0 ist 4. 3 und 7 ist 10. 1 weiter. 1 und 9 ist 10 und 0 ist 10. 1 weiter. Wir haben hier das Komma. 1 weiter, 1 und 8 ist 9. 0 und 4 ist 4. 49,004 ist das Ergebnis, ist die Summe von diesen beiden Zahlen. Fertig. Wir bilden das Produkt, Multiplikation, von 2,33 mal 1,44. Okay? Produkt, Strich drunter, wir könnten rechnen mit dem 1er Vorteil, wer das möchte. Wer mit dem 1er Vorteil rechnet, macht keinen Strich drunter und lasst 233 hier stehen. Wer sich mit dem 1er Vorteil nicht gut auskennt, braucht nicht mit dem 1er Vorteil rechnen, der multipliziert ganz einfach. Die meisten von euch tun sich leichter, wenn sie ohne 1er Vorteil rechnen. Deswegen zeige ich es auch so vor. Okay? Wir rechnen mal 1. Einmal 3 ist 3, einmal 3 ist 3 und einmal 2 ist 2. Das heißt, wir haben die Zahl jetzt noch einmal hier stehen. Ohne Komma. Das Komma nehmen wir ja beim Multiplizieren nicht mit.
Okay, und es ist auch vollkommen egal, wo ich die 233 hinschreibe, nachdem ich einen Trennungsstrich gemacht habe. Es wäre nicht egal, wenn du mit dem 1er Vorteil rechnest. Wie gesagt, wenn du dem 1er Vorteil schwerer tust, dann lassen wir diesen bitte weg. Wir multiplizieren mit 4. 4 mal 3 ergibt 12. Wir müssen um 1 versetzen, das wissen wir. 12, 1 weiter. 4 mal 3 ergibt 12 und 1 ergibt 13. 1 weiter. 4 mal 2 ergibt 8 und 1 ist 9. Okay? Wir versetzen wieder um 1. Wir müssen noch einmal mit 4 multiplizieren. Entweder wir multiplizieren noch einmal mit 4 oder wir wissen, wir können 932 abschreiben. Wenn wir das nicht wissen, dann rechnen wir es ganz einfach. 4 mal 3 ist 12, bleibt 1. 4 mal 3 ist 12 und 1 ergibt 13, bleibt 1. 4 mal 2 ist 8 und 1 ist 9. Wir sehen, wir haben zweimal die gleiche Zahl. Natürlich. Haben wir vorher schon gewusst, hätten wir abschreiben können, wenn wir das wollen. Wir addieren. Wir rechnen zusammen. Wir haben 2. Wir haben 3 und 2 ergibt 5. Wir haben 9 und 3 ergibt 12 und 3 ergibt 15. Bleibt 1. 1 und 9 ist 10 und 3 ist 13. Bleibt 1 und 1 und 2 ergibt 3. Okay? Wir bestimmen die Kommastellen. Wir haben in der Angabe 1, 2, 3, 4 mal ein Komma. Also brauchen wir im Ergebnis 4 mal ein Komma. 1, 2, 3, 4 und somit lautet die Zahl 3,3552. Erledigt. Das ist die Multiplikation gewesen. Bilde die Differenz aus der Summe und dem Produkt. Das heißt, beide Ergebnisse minus gerechnet. Wir hatten hier als Ergebnis 49,0004 minus Differenz. Dieses Ergebnis stellenwertmäßig richtig untereinander geschrieben. Das Komma muss unter dem Komma stehen. Das heißt, der Dreier steht unter dem Neuner. Okay? 3,3552. Und wer möchte, schreibt sich natürlich hier auch wieder einen Nuller her. Okay? Ist aber nicht notwendig, wie wir wissen. Wir subtrahieren. Wir bilden die Differenz von der Summe und dem Produkt. Okay? 2 und wie viel ergibt 10? Und 8 ergibt 10. 1 weiter, 5 und 1 ist 6. 6 und wie viel ist 14? Und 8 ist 14. 1 weiter. 1 und 5 ist 6. 6 und wie viel ist 10? Und 4 ist 10. 1 weiter. 3 und 1 ist 4. 4 und wie viel ist 10? Und 6 ist 10. Wir haben ein Komma. 1 weiter. 3 und 1 ist 4. 4 und wie viel ist 9? Und 5 ist 9. 0 und wie viel ist 4? Und 4 ist 4. 45,6488 wäre das Ergebnis und das ist auch bitte richtig gerechnet. Es ist die Differenz von der Summe und dem Produkt. Nicht so schwer, wie es am Anfang ausgeschaut hat. Ansatzzeile und dann Schritt für Schritt durchgerechnet. Alles klar?